Aus der Borde, das ist der Lederhosenrock. Weil
Herrenhof, war da irgendwer dabei? Ja, ich hab's mir gedacht. Es waren immer ganz coole Partys und wenn ich da hergefahren bin, habe ich mich so verstanden gefühlt. Irgendwie so wie daheim. Ich bin sehr viel unterwegs und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für Künstler, dass sie sich immer wieder zu Hause fühlen. Und das mit dem Verstehen ist nicht immer so ganz meine große Stärke. Also es gibt so Momente und Situationen in meinem Leben, da verstehe ich nichts, da stehe ich komplett auf der Leitung. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, dass man einfach etwas nicht weiß. Und meine allergrößte Schwäche, das sind nicht nur die Italiener, sondern auch deren Sprache. Ich weiß nur zwei ganz wichtige Vokabeln. Ich weiß nicht, ob das über die Grenzen nach Österreich hierher bis nach Deutschland gekommen ist. Zum Beispiel, Traktor heißt... da schau her. Und jetzt glaube ich, dass es ganz laut kommt, wenn ich frage, sich gern haben heißt... das können wir alle sprechen, gell? Ich habe es auch schon immer mal probiert. Also nicht immer funktioniert, aber Profi. Aspa, kennst du denn... Sissi, ja, bist du schon so manches vor dem ganz schön komisch. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei, vier! Traktor heißt, komm sich gern an. Auf der Lauer liegt er schon.
das schaffe ich schon. Die gleichen Schuhe auch. Ja, magst du gleich aufstehen, oder? So, der Christian. Ah, du willst Klatschen spielen, wir haben leider nur eine mit. Das machen wir irgendwann einmal. Aber schau, wir trinken jetzt auf dein zum Wohl, liebe Kinder, nicht nachmachen, das bekommt man nur in der Apotheke. Und ich trinke heute auf euch und auf das schöne Wetter. Danke, dass ihr da seid. Prost. Und jetzt eine Frage. Wer von euch. Servus. Machst du ein Selfie? Komm her, ich mach mit dir ein Selfie. Pass auf. Ist narisch oder
genauso gut wie ich, dass es leider nicht immer so ist. Ab und zu schlägt das Leben eine Richtung ein, mit der wir nicht einverstanden sind. Und dann geht es uns einfach nicht gut und ihr könnt es mir glauben. An mir geht es nicht immer gut. Das Leben hat wirklich seine Hürden und ich erinnere mich sehr gerne zurück an meine geliebte Oma, die zu mir gesagt hat, Melissa, das Leben ist schön, aber schwer. Ich habe sehr viel Zeit in meinem Leben mit meiner Oma verbracht. Mittlerweile ist sie mein persönlicher Schutzengel oben und ich glaube, auch heute hat sie mitgeholfen, dass das Wetter jetzt so mitspielt. Und sie hat mir so viele Ratschläge gegeben. Sie hat zum Beispiel gesagt, wenn ich nicht gut drauf war, Melissa, erinnere dich täglich an Dinge, für die du dankbar bist. Denn Dankbarkeit ist so ein Schlüssel. Wenn ihr heute auf Nacht heimkommt, erinnert euch an eine Sache, die euch heute glücklich gemacht hat. Vielleicht ist es ja unser Konzert. Vielleicht ist es, weil ihr gesund liegen gehen könnt, weil das Wetter mitgespielt hat. Wenn ihr dann Freunde trefft, es gibt so wirklich Kleinigkeiten und glaubt's mir eins, das führt dann wirklich dazu, dass sich das Glück vermehrt. Und was für mich Glück bedeutet, das singe ich euch jetzt vor. Denn pures Glück seid ihr für mich. Kannst du denn sehen, was ich sehe hinter dem Horizont? Kannst du denn gehen, wohin ich gehe, dort, wo das Glück schon längst wohnt? Vergiss die alten Bilder, ich mal dir alle Farben an. Kannst du denn tanzen, wie ich tanze, ganz oben auf dem Riesenrad? Kannst du die Tränen so nervösen und laut lachen jeden Tag? Dann wirst du auch die Welt zeigen.
mein Stolz der Queen, go! Weil wenn man niemals was riskiert, nichts investiert. Asphalt? Yeah.
auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht, als Baguette, von 99 nur verlangst, und dass sowas von sowas kommt. Ausflug zu dem Lieblingssong von meinem Bruder. Seid ihr dazu bereit? Alle Hände nach oben!
Lebensgeschichte angehört hat oder gelesen hat oder wie auch immer. Ein paar werden sicher wissen, denn ein paar bekannt.
bekannte Gesichter, die schon vor 8, 9 Jahren dabei waren, die habe ich heute schon gesehen und das freut mich natürlich auch. Für alle anderen, die mich noch nie live gesehen haben, wer, ganz ehrlich, wer sieht mich heute das erste Mal mit Band live? Ich habe es fast vermutet. In Österreich sind wir viel mit Band unterwegs, aber wir kommen jetzt auch sehr viel nach Deutschland und ich freue mich riesig, dass ich endlich auch über die Grenze darf. Und mein steirischer Harmonika hat natürlich auch eine Geschichte. Ich habe im zarten Alter von 6 Jahren angefangen, Harmonika zu spielen, weil mein Papa und mein Opa haben Harmonika gespielt und ich habe das gesehen und das war so cool. Jetzt hat mein Papa eine Tochter mit meiner Mama zur Welt gebracht und ich wollte trotzdem Harmonika spielen und sie haben schon gesagt, eigentlich ist es ein Instrument für Jungs, aber ich habe gesagt, das ist mir wurscht, weil ich war 16 Jahre lang Einzelkind und ich habe meinen Schädel durchgesetzt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Harmonika spielen. Und dann habe ich mit meinem Papa ein paar Mal gespielt und mit 20 bin ich erst das erste Mal allein auf die Bühne. Und dann habe ich dafür mein Jurastudium für die Musik erfolgreich abgebrochen. Die Begeisterung zu Hause hat sich in Grenzen gehalten. Und der Opa hat zu mir gesagt, Melissa, ich weiß, wenn du was willst, dass du es durchziehst. Oh, jetzt ist mein Inne aus, warum? Das ist, ihr hört mich, oder? Ja, derweil kann der Martin da hinten die Batterien tauschen, ist er wahrscheinlich aus. Er hat dann zu mir gesagt, wenn du was willst, dann hilf ich dir. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass egal auf welcher Bühne du einmal stehen wirst und egal in welchem Land, dass du nie vergisst, woher du kommst. Und ich glaube, dass mich der Satz so geprägt hat, weil es hat tatsächlich noch keine einzige Bühne gegeben, wo die Steirische nicht mitgenommen habe. Natürlich nehme ich sie auch mit, weil sie mein Schutzschild ist. Also immer, wenn mir jemand zu nahe kommt oder ich Angst bekomme, schnalle die Ziehharmonika auf. Gibt's, bei euch gibt es den Krampus nicht. Gibt es den Krampus in Deutschland? Komm bei euch, da, jetzt ist da hinten, aber ist das der Krampus? Nein, Spaß. Martin, danke für deinen Einsatz. Schau, unser Monitortechniker bekommt auch einmal einen Applaus. Bei uns zu Hause ist das ein Brauch, bevor der Nikolaus kommt, kommt der Krampus und ich komme jetzt auf das zu sprechen, weil ich gesagt habe, die Harmonika habe ich immer umgeschnallt gehabt und dem Krampus was vorgespielt und dem hat es dann so gut gefallen, dass er mich nicht kaut hat, weil der kommt immer mit der Rute und ich hatte immer sehr viel Angst. Also nicht, dass ich jetzt glaube, dass ihr mit den Ruten zu meinen Konzerten kommt, aber sicher ist sicher. Und jetzt habe ich schon erzählt von meiner Oma, mein Opa ist mittlerweile seit 2 Jahren mein persönlicher Schutzengel oben und ich glaube einfach felsenfest, dass es die Verbindung zwischen Himmel und Erde gibt. Seit die beiden da oben vereint sind, passieren so Geschichten noch herunter, wo ich einfach nur Danke sagen kann und ich möchte jetzt natürlich auch heute meinen Opa stolz machen und deswegen spiele ich euch jetzt Opas Hitmedley vor. 1, 2, 3, 4. Thank you.
von euch hat rechts oder links jemanden neben sich stehen. Wir freuen uns riesig! Jetzt ist an der Zeit, Danke zu sagen an meine Musiker. Ich möchte sie euch jetzt wieder für vorstellen. Kurzer Traktor für ihre Schein! Hört mir nach oben!
wird schön, wenn es jetzt dunkel ist. Weil wir ja alle so freut haben, dass das Wetter jetzt zum Schluss mitgespielt hat. Dass wir alle nochmal das Handy herausziehen, alle, die meine Nummer haben möchten oder Menschen, die sich gerade glücklich fühlen. Ich drehe mich jetzt am Loch. Der Wolfi schaut jetzt ganz genau, ob es romantisch genug für mich ist, weil ich bin Sternzeichenkrebs, ich bin sehr sensibel und sehr romantisch. Wolfi, wie schaut's aus? Ja, Wolfi ist noch nicht ganz zufrieden. Natürlich können auch die Frauen, die Nummern von meinen Bandmitgliedern haben wollen, die Handys herausholen. Und? Schaut gut aus. Du gibst mir das Zeichen. Soll ich mich umdrehen? Ich bin mir sicher, Asbach verzaubert mich jetzt. Wow! Ich schaue aus, als wenn 50.000 Leute waren. Von links nach rechts. Dieser Song, der gehört euch. Wir filmen das natürlich auch mit. Du bist der Kaiser, hast schon oft verloren. Die anderen durch, weil du aus Überzeugung kämpfst für das, was richtig ist. Als Mensch bist du aus Fleisch und Blut. Auch wenn das Leben seine Hürden hat, nimmst du mit Würde und das Tag für Tag. Manchmal mit sanfter Gewalt, aber aufrecht und stolz, so wird es kaum bedeutet.
Thank you.
Bergbauernbuben.